Der Franzose Fabrice Houdin, der Ägypter Paul Bedros und ihr Team durchstreifen die Wüste, fernab der großen Pisten. Seit 10 Jahren bieten sie Reisenden die Möglichkeit, zusammen mit ihnen die Wunder der libyschen Wüste zu entdecken. Ihre bikulturelle Sichtweise hilft ihnen beim Ausklügeln der besten Abenteuerreisen, ob zu Fuß oder auf dem Rücken der Dromedare. Diese Wüste im Westen Ägyptens bedeckt 2/3 der Fläche des Landes. Das große Sandmeer macht dabei den Hauptteil aus. Diese weite Dünenlandschaft gehört teilweise zum Sudan, teilweise zu Libyen und erstreckt sich bis zum Fuße der ägyptischen Kalksteinplateaus. Es geht die Sage um, dass der persische König Kambyses versuchte, Siwa mit einer Armee von 50.000 Mann zu erobern. Doch erreichte er sein Ziel nie, sondern verschwand samt seiner Armee auf Nimmerwiedersehen in dieser unendlichen Sandwüste. Obwohl Ausgrabungen bisher keine Spur dieser versandeten Armee zutage fördern konnten, mangelt es der Region nicht an historischen Sehenswürdigkeiten. Etwa die Grabstätten von El-Areg, die in das weiche Kreidegestein gehauen sind und die Reisenden daran erinnern, dass die Oasen bereits seit der Antike bewohnt war. Auf den Pisten haben längst Geländewagen die Dromedare ersetzt. Doch die Beduinen, die die Reisenden heute führen, kennen die Wüste genauso gut wie einst die Karawanenführer. Sie wissen um Geheimnisse, die man ohne sie nie entdecken würde. Zwischen Paul und seinen kenntnisreichen Teammitgliedern besteht eine Freundschaft ohne jede Spur von Hierarchie. Wichtig ist nur die Freude am gemeinsamen Reisen. Reisende, die von der Wüste träumen, denken vielleicht an eine Dünenkette, die sich bis zum Horizont erstreckt. Paul und Fabrice wissen, dass die libysche Wüste als wahres geologisches Kleinod eine unglaubliche Vielfalt an Formen und Farben bietet. En fait, t'as la route comme ça.
En fait, ça fait un itinéraire sur, ça ferait un itinéraire sur 3 jours comme ça. Et on rejoint la route ensuite et on les ramène à Baria, c'est ça? Oui, on peut. Faire 2 nuits entre. Auf den von ihnen organisierten Trekkingreisen können interessierte Wanderer die gesamte Bandbreite erleben. Par contre, je suis avec lui pour le film ici, pour 3 jours. Der Wind, der die Dünen des Sandmeeres formt, hat auch eine spektakuläre Felslandschaft geschaffen. Die weiße Wüste. Die Wüste ist eine sehr persönliche Erfahrung. Man muss sie selbst erleben, um herauszufinden, was sie alles zu geben hat. Die meisten unserer Kunden, auch wenn sie zum ersten Mal kommen, finden hier vor allem Ruhe. Sie suchen die Natur und finden die Stille. Die weiße Wüste lässt sich am besten im gemächlichen Rhythmus der Karawanen entdecken. Die Wanderer erkunden die weißen Kreidesteinformationen in kleinen Gruppen. So wird die einheimische Lebensweise mit einbezogen und die unberührte Natur geschützt. Der sehr feine, weiche Kalkstein wurde von den Sandstürmen geformt, die manchmal in dieser Gegend wüten. Sie haben diese rätselhaften Kunstwerke zurückgelassen. Wir sind auch in Kairo ein Team. Als Freunde haben wir dieses Geschäft gemeinsam aufgebaut. Wir kooperieren mit vielen französischen Agenturen, die Wander- oder Entdeckungsreisen anbieten. Dabei gilt unser Augenmerk einzig der Wüste. Die Wüste ist hier besonders schön. Wir möchten die Wüste den Europäern zeigen, damit sie Ägypten aus einem anderen Blickwinkel erleben können. Wir versuchen, unser Biwak in den Dünen aufzuschlagen, denn dort ist es für die Teilnehmer interessant. Wir wählen möglichst besonders schöne und ansprechende Orte aus für diese Momente der Ruhe und für kleine Exkursionen, die die Leute auf eigene Faust unternehmen können.
Wir lassen vor Ort prinzipiell keinen Müll liegen, denn das ökologische Gleichgewicht in dieser Gegend ist relativ labil. Auch mit dem Wasser schränken wir uns ein, obwohl es in der libyschen Wüste viel Grundwasser gibt. Die Abfälle werden entweder verbrannt, wenn sie ungiftig sind, oder wir nehmen alles mit zurück zu den Oasen, wo der Müll gesammelt wird. Solidarität und Freigebigkeit gehören traditionell zum Alltag der Beduinen. Als Teil dieser Gemeinschaft bemüht sich Paul darum, junge Leute zu Touristenführern auszubilden. Die enge Beziehung zu seinem Team wird durch seine Rolle als einziger Vermittler zwischen den europäischen Agenturen und den Beduinen gestärkt. Die Freundschaft dieser Männer sorgt innerhalb der kleinen Karawane für eine kommunikative Atmosphäre. Die Teilnehmer solcher Reisen möchten das Land anders kennenlernen. Sie interessieren sich nicht für das Ägypten der großen Tempel und Pyramiden, sondern suchen Ruhe und Stille. Mit den klassischen Reisen hat das nichts zu tun. Hier ist alles authentisch. Ob Köche, Fahrer oder Führer, alle arbeiten zusammen. Und das Team reist wirklich gemeinsam mit den Kunden. Im Prinzip wie bei einer Karawane. Früher reisten so Menschen aller Art zusammen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Wir Ägypter lieben Touristen. Nicht wegen des Geldes, sondern weil wir ein gastfreundliches Volk sind. Die Sprachbarriere stellt kein echtes Hindernis für die Oasenbewohner dar, die ihre Lebensfreude und Fröhlichkeit gerne teilen. Zu einem Fest gehört auch die Musik der Beduinen. Ihre Musik passt zur Wüste. Sie macht die Wüste erst vollkommen. Die Dromedare, die heute die weiße Wüste durchqueren, begehen dieselben Wege wie einst die Karawanen. Und genau wie früher wird in den kleinen Oasen Rast gemacht, damit die Männer und ihre Reittiere ihren Durst stillen können.